Jo Leute, Sidon hier am Start und willkommen zu einem neuen Chainsaw Man Video. Wir gehen rein in die nächste Episode. Folge 5 ist am Start und wir sprechen natürlich über die Flashbacks von zwei wichtigen Charakteren hier. Diese Episode ist ein bisschen ruhiger, würde ich sagen. Also kommt auf jeden Fall nicht auf das drauf, was die letzten Wochen bei Chainsaw Man abging. Also definitiv keine actiongeladene Folge, aber das ist natürlich auch mal ganz gut. Hier lernen wir natürlich die anderen Charaktere etwas besser kennen. Der Humor ist auf jeden Fall am Start. Und die nächsten Episoden gehen wir auf Unterhasenbasis in ein Hotel rein. Des Weiteren möchte ich eine kleine Ankündigung machen, denn heute Abend um Punkt 0 Uhr gehe ich bei mir in den Livestream rein und zocke ganz dick und fett God of War. Habe ich sehr Bock drauf. Wenn ihr nicht schlafen könnt, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr natürlich bei mir reinschauen, denn ich zocke heute live das neue Game. Hab sehr Bock drauf. Wir machen genau dort weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Denji darf dreimal Powers Brust packen zur Belohnung, dass er sie gerettet hatte und sie nicht bei Aki verpetzte. Power verarscht Denji, indem sie Einlagen trägt, damit mehr in Denjis Hand passt. Und ich denke mir, worüber zum Teufel spreche ich hier eigentlich? Also ich fühle mich selber schon so ein bisschen ertappt, dass ich sowas reviewen muss hier an der Stelle. Und Denji ist nach seiner Tat irgendwie erschüttert, dass es das bereits gewesen ist und er andere Erwartungen hatte, wie sich dieses Szenario hätte abspielen können. Denji erledigt dann ein wenig Papierkram und erklärt vor Makima, dass er enttäuscht darüber ist, dass sein Ziel, welches er erreichen konnte, sich nicht gut angefühlt hatte und er die Sorge hat, sich neue Ziele zu setzen, nur um dann jedes Mal wieder enttäuscht zu werden. Aber Makima verführt Denji hier wieder und man sieht richtig stark in dieser Episode auch, wie sie ihre Dominanz wieder ausspielen kann, beziehungsweise wie auch in einer gewissen Weise, ohne jetzt krass zu spoilern, sie die Kontrolle über Denji hat, ja, und sie spielt natürlich mit ihren Reizen und sorgt dafür, dass er auch weiter das tut, was sie von ihm möchte, denn erst wenn man lernt, den Menschen vor sich erst richtig zu verstehen, fühle sich alles viel besser an, woraufhin Denji bei ihr zupacken darf und total durchdreht vor Aufregung und erkennen kann, dass sich die Wege zum Ziel wieder lohnen würden. Makimas nächste Aufgabe für Denji ist es also jetzt, den Pistolenteufel bzw. auf Englisch den Gun Devil auszuschalten, nachdem sie schon lange sucht, und sollte Denji das schaffen, hätte er einen Wunsch bei Makima frei und das kann wirklich alles sein. Makima erzählt Denji dann von dem Gun Devil, der vor 13 Jahren einen riesigen Anschlag verübte und sehr viele Menschen, ich glaube 1,2 Millionen Menschen tötete. Nach diesem Vorfall wurde er nicht mehr gesehen und das Waffengesetz wurde seitdem staatlich kontrolliert und unter Strafe gesetzt, damit man irgendwie den Gun Devil schwächen konnte. Unter anderem kriegen wir auch einen Flashback zu Aki zu sehen, weil der hatte uns ja einige Folgen vorher erklärt oder Denji erklärt, dass seine Familie getötet wurde und das hat sich tatsächlich genau bei diesem Anschlag ereignet. Wir sehen also den Aki-Flashback mit seinem kranken Bruder damals und den hat er rausgeholt zur Schneeballschlacht. Das wird noch alles wichtig werden für den weiteren Verlauf, aber das hier auf jeden Fall so ein erster Anreiz dazu, so ein erster Teaser darauf und warum Aki eigentlich Motivation genug hat, Teufel zu jagen, ganz speziell auch den Gun Devil zu jagen. Makima erklärt dann, dass es Fragmente vom Gun Devil gibt, die beschafft werden müssen, um den Teufel überhaupt erst ausfindig zu machen. Und spätestens hier sollte jedem klar sein, dass wir uns sehr, sehr Richtung Jujutsu Kaisen bewegen. Also als ich das damals im Manga gelesen habe, habe ich mir schon gedacht, holy shit, also das ist halt 1:1 JJK, ne? Irgendwie sehr stark davon inspiriert. Das wird nicht absolut die ganze Zeit Thema sein, aber nimmt schon viel Zeit in Anspruch, würde ich sagen, von Chainsaw Man, vom ersten Part des Mangas. Und ja, also Referenzen sind auf jeden Fall zu erkennen. Aki und Himeno sind ebenso auf der Suche nach den Stücken des Gun Devils und finden auch schlussendlich eines. Und schließlich bekommt Akis Einheit den Auftrag, einen Teufel in einem Hotel zu vernichten, der ebenso ein Stück des Gun Devils tragen soll, weil Aki eben mit dem anderen Stück, welches er gefunden hat, merkt, dass sich dort ein anderes befinden soll.
das schlägt ein bisschen aus, ist quasi wie so eine Art Kompass für die anderen Teile. Die Gruppe macht sich also auf den Weg zu dem Hotel, Denji fragt, ob der Gun Devil vielleicht selbst hier sein könnte, doch Aki erklärt, dass es nicht der Gun Devil selber sein kann, da das Fragment, was er bereits sammelte, sonst stärker ausschlagen würde. Denji und Power sind wieder ziemlich frech zu Aki, aber für ein Kaugummi stellen sie ihr Verhalten wieder auf die korrekte Ebene. Arai ist hier derjenige, der sehr skeptisch sein kann, er traut den beiden nicht und Aki meint auch, die beiden einfach als Lockvogel bzw. als Schutzschild zu nutzen. Himeno bietet dann demjenigen, der den Teufel ausschaltet, einen Kuss an, um sie extra mehr anzuspornen, doch Denji ist nicht daran interessiert, weil er vorher schon an Makima dran war und sich jetzt ein bisschen cool fühlt, aber Himeno erweitert ihr Angebot und bietet Denji einen Zungenkuss an, woraufhin er total steil geht und Arai feiert das gar nicht, weil der ist halt in Himeno verliebt. Unter anderem bekommen wir auch die Information, dass Arai und Kobeni die Schützlinge von Himeno sind, aber sie sind noch nicht wirklich stark erfahren. Das merkt man auf jeden Fall auch. Aki und Himeno fragen sich ebenfalls, wie sich ihre Frischlinge hier in der Mission wohl machen werden. Dadurch sehen wir Himenos Backstory kurz und wir sehen, wie Aki ihr damals zugeteilt wurde, nachdem ihm das passiert ist, durch den Gun Devil. Er solle einfach am Leben bleiben, denn vor ihm hatte sie schon 5 andere Partner, die alle gestorben sind und demnach hat sie auf jeden Fall auch eine Last auf ihren Schultern. Die Gruppe spaziert dann durch die Hotelgänge, wir sehen unter anderem einen kleinen Kopf, der durch den Gang entlang läuft und auf Akis Einheit trifft. Er greift an, aber Himeno demonstriert ihre Kraft selber, die sie vom Geisterteufel bekommen hatte, also genauso wie Aki einen Pakt mit dem Fuchsdevil hat, hat sie einen mit dem Geisterdevil und dafür hatte sie ihm natürlich ebenfalls etwas geopfert, sozusagen, also für ihr Auge, sie trägt eine Augenklappe, für ihr Auge kann sie den Arm des Geistes kontrollieren, Power nutzt dann ebenfalls ihre Stärke, weil sie in Himeno etwas Konkurrenz sieht und sie halt nicht respektiert, sie provoziert sie dann auch und bedroht Kobeni, aber Himeno überwältigt Power mit Leichtigkeit und zeigt nochmal ihren Geisterarm, den Power natürlich nicht fassen kann. Das Ganze endet dann hier. Akis Einheit läuft im Hotel immer wieder im Kreis, denn sie sind im endlosen 8. Stock gefangen. Das war eine Passage im Manga, die ich nicht so gefühlt habe, sag ich ganz ehrlich. Mal gucken, wie der Anime das auf die Beine stellen wird. Ich fand die Anfänge, also das, was jetzt vorher passiert ist in den ersten 4 Episoden, auch nicht so krass im Manga, aber der Anime hat mir da deutlich mehr Spaß gemacht. Von daher bin ich zuversichtlich, bin ich optimistisch, dass die nächsten Folgen im Anime auch das Beste auf die Beine stellen können, als der Manga es getan hat. Und damit wäre ich für heute auch schon durch. Lasst mir gerne alles weitere unten in den Kommentaren da, wie ihr die Folge fandet, wie ihr die Charaktere findet und natürlich für den Support einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns morgen zu Four Nights oder vielleicht auch heute ganz spät abends zu God of War. Haut rein und ciao!